sehen die Welt mit neuen Augen. Eine Welt, in der wir nicht mehr nur den Patienten, sondern den Menschen sehen. In der Daten die Grundlage für ein besseres Leben sind. Wir sehen ein Unternehmen, in dem wir nicht nur arbeiten, sondern für ein höheres Ziel kämpfen. Wir sehen nicht nur medizinische Lösungen, sondern eine neue Verantwortung für Mensch und Gesellschaft. Wir sehen, wie wir in Zukunft Menschen dabei unterstützen, ihr bestes Leben zu leben. Wir sehen mehr als ein Unternehmen. Wir sehen eine neue Verbindung, die Healthcare zu Lifecare macht. Fresenius. Committed to life. Ja, guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Der soeben gezeigte Film soll Ihnen einen Eindruck davon geben, was Fresenius ausmacht und wie wir das Leben vieler Menschen in wichtigen Situationen verbessern. Ich denke, das ist ein guter Start in den heutigen Tag. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats eröffne ich hiermit die ordentliche Hauptversammlung 2024 der Fresenius SE & Co. KG auf Aktien und übernehme satzungsgemäß die Versammlungsleitung. Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands begrüße ich Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowie die Aktionärsvertreter, die Vertreter der Medien und die Gäste sehr herzlich. Herzlich willkommen heiße ich Herrn Dr. Karl Schneider und Frau Dr. Tanja Dangmann als Vertreter unseres Ankeraktionärs der Else Kröner Fresenius Stiftung willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Zum ersten Mal seit 2019 treffen wir uns wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz. Bei der Entscheidung für eine Präsenzveranstaltung in diesem Jahr haben wir Ihre Rückmeldungen und den Wunsch nach einer persönlichen Begegnung berücksichtigt. Wir freuen uns auf die Gespräche und die Diskussion mit Ihnen vor Ort. Meine einleitenden Worte sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden der persönlich haftenden Gesellschafterin, Herrn Michael Senn, übertragen wir öffentlich auf der Internetseite unserer Gesellschaft. Diese Inhalte werden überdies aufgezeichnet und nach der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Durch Simultandolmetscher wird sichergestellt, dass Sie der Hauptversammlung auf Deutsch oder Englisch folgen können. Die dafür erforderlichen Empfangsgeräte sind auf den Sitzplätzen ausgelegt. Auf Kanal 1 hören Sie durchweg Deutsch und auf Kanal 2 durchweg Englisch. Die Empfangsgeräte funktionieren nicht außerhalb des Präsenzbereichs. Bitte lassen Sie die Empfangsgeräte nach Beendigung der Hauptversammlung auf Ihren Plätzen liegen. Ladies and Gentlemen. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Hauptversammlung wird von Dolmetscherinnen simultan übersetzt, um allen Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu geben, die gesamte Versammlung auf Englisch oder Deutsch zu verfolgen. Die Empfangsgeräte für die Übersetzung finden Sie auf Ihren Stühlen. Bitte stellen Sie die Empfangsgeräte auf Kanal 2, auf Kanal 1 für die deutsche Version und 2 für die deutsche Version. Die Empfangsgeräte funktionieren nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Bitte lassen Sie sie nach der Versammlung auf Ihren Stühlen legen. Ladies and Gentlemen, we are looking back. Fresenius erfolgreich abgeschlossen hat. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sorgen weiterhin für großes Leid. Sie haben auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die geopolitische Stabilität, etwa für Lieferketten, Energiepreise und die Inflationsentwicklung. In diesem Umfeld hat sich Fresenius als führendes Gesundheitsunternehmen gegenüber dem Wettbewerb gut behauptet und sich operativ deutlich verbessert. Zugleich hat das Unternehmen wichtige Meilensteine des Strategieprogramms Future Fresenius wie geplant erreicht. Zu dieser Transformation gehören eine vereinfachte Unternehmensstruktur, die Fokussierung auf die Geschäfte von Fresenius Kabi und Fresenius Helios und die stetige Verbesserung ihrer operativen Leistungsfähigkeit, die Stärkung der Finanzkraft,
die Stärkung der Innovationskraft, unter anderem durch Einsatz moderner Technologien wie künstliche Intelligenz, eine moderne Unternehmenskultur und Exzellenz bei Patientenzufriedenheit und medizinischer Qualität. Mit der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care durch formwechselnde Umwandlung aus der KGaA in die AG ist im vergangenen Jahr ein entscheidender Schritt erfolgt. Herr Senn hatte dieses Vorhaben damit verglichen, einen gordischen Knoten zu entflechten. In der Tat war das ein überaus komplexes Projekt, das alle Beteiligten schneller als geplant und akribisch und gewissenhaft umgesetzt haben. Durch die Entflechtung werden Strukturen vereinfacht. Entscheidungen können schneller getroffen werden. Zur Vereinfachung und Fokussierung auf das Kerngeschäft in unserem Konzern tragen ferner mehrere Desinvestitionen bei, darunter auch kürzlich bekannt gegebenen Ausstieg aus der Unternehmensbeteiligung Vamed. Darüber wird Herr Senn in seiner Rede nachher sprechen. Neben der Dekonsolidierung beschäftigte die Gesellschaft unter anderem die Inanspruchnahme der im Entlastungspaket Energiehilfen vorgesehenen staatlichen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen. Fresenius unterlag nach Maßgabe der sogenannten Energiepreisbremse gesetzlichen Beschränkungen für den Fall der Inanspruchnahme dieser Zahlung. Diese war gekoppelt an den Verzicht auf eine Dividendenzahlung und an den Verzicht auf Boni und andere variable oder vergleichbare Vergütungsbestandteile für Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023. Herr Senn wird Ihnen im Rahmen seines Rückblicks auf das Geschäftsjahr weitere Informationen zum Entlastungspaket Energiehilfen geben. Was ich betonen möchte: Der Aufsichtsrat unterstützt umfassend die Entscheidung des Vorstandes, die staatlichen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen anzunehmen, denn sie dienen unter anderem dazu, die Schuldenlast und die Zinskosten weiter zu senken und so den Wert des Unternehmens perspektivisch zu steigern. Der Aufsichtsrat dankt zudem den Vorstandsmitgliedern für den Verzicht auf die Boni zum Wohle des Unternehmens. Und dieser Dank ist auch mir ein ganz persönliches Anliegen. Wir haben 2023 auch Änderungen im Vorstandsteam der persönlich haftenden Gesellschafterin vorgenommen, die die Neuausrichtung von Fresenius unterstützen und das Führungsteam stärken. Der Unternehmensbereich Fresenius Kabi wird seit 1. März 2023 von Herr Pierluigi Antonelli im Vorstand repräsentiert. Herrn Antonelli kennen Sie schon von unserer Hauptversammlung vor einem Jahr. Herr Dr. Michael Moser wurde im Juli 2023 Mitglied des Vorstandes und ist für die Ressorts Recht, Compliance, Risikomanagement, ESG, Personal und für den Unternehmensbereich Fresenius Vamed zuständig. Herr Moser ist promovierter Jurist. Er begann seine Berufslaufbahn als Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht und M&A bei der Kanzlei Baker McKinsey. Danach war er von 2008 bis 2023 in verschiedenen Führungsfunktionen im In- und Ausland für den Energieversorger E.ON tätig. Im September 2023 wurde Herr Robert Möller zum für den Unternehmensbereich Fresenius Helios verantwortlichen Vorstandsmitglied bestellt. Herr Möller ist Mediziner und ein erfahrener Krankenhausmanager aus dem eigenen Haus. Er praktizierte als Facharzt für innere Medizin und wechselte nach verschiedenen ärztlichen Stationen und einem berufsbegleitenden Masterstudium für Healthcare Management in das Krankenhausmanagement. Vor seiner Berufung in den Vorstand war er seit 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Helios Kliniken GmbH. Das neue Vorstandsteam unter der Führung von Herrn Senn bringt Erfahrung und sich ergänzende Kompetenzen, Teamgeist und die Fähigkeiten mit, um die ambitionierten Unternehmensziele zu erreichen und Future Fresenius erfolgreich umzusetzen. Im Namen des Aufsichtsrats wünsche ich dem Vorstandsteam weiterhin viel Erfolg und ich bin zuversichtlich, dass das Team die ambitionierten Ziele erreicht. Der Aufsichtsrat dankt zugleich den ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands für ihre Arbeit und für ihr Engagement. Meine Damen und Herren, die Ausrichtung eines Unternehmens an ambitionierten Zielen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also ESG, ist wichtig für ein modernes Unternehmen.
ESG-Ziele sind im Vergütungssystem 2023 plus in der kurzfristigen und langfristigen variablen Vorstandsvergütung für die Mitglieder des Vorstandes der persönlich haftenden Gesellschafterin verankert. Sie dienen der Unternehmenssteuerung und dem Setzen der richtigen Prioritäten. Der gesamte Aufsichtsrat überwacht das Erreichen der Ziele und beschäftigt sich intensiv mit den zukünftigen Herausforderungen, die sich im Themenbereich ESG ergeben. Erfreulich ist, dass Fresenius im Bereich ESG insgesamt gut vorankommt. So konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr die CO2-Emissionen deutlich reduzieren und bleibt damit auf Kurs, seine Klimaziele Richtung Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Future Fresenius hat das Ziel, Fresenius im Interesse aller Stakeholder zu stärken und die Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern. Das Patientenwohl steht im Zentrum des Handelns. Der Aufsichtsrat unterstützt diesen Weg. Dabei ist uns bewusst, dass Veränderungen auch Zeit brauchen. Die Umsetzung von Future Fresenius begann vor knapp über einem Jahr und ist auf mehrere Jahre angelegt. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstandsteam und allen 194.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich damit nun zu den Formalien unserer Hauptversammlung kommen. Im Interesse einer sachlich angemessenen Straffung des Ablaufs werde ich mich auf die Bekanntgabe der wichtigsten Regularien und organisatorischen Hinweise beschränken. Weitere Einzelheiten können Sie dem Informationsblatt entnehmen, das Sie am Zugangsschalter erhalten haben. Exemplare des Informationsblatts erhalten Sie auch am Informationsstand im Foyer. Zunächst stelle ich fest, die Einberufung unserer heutigen Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 2. April 2024 form- und fristgerecht veröffentlicht worden. Alle vorgeschriebenen Unterlagen und Informationen sind seitdem auf der Internetseite der Fresenius SE & Co. KG auf Aktien zugänglich und liegen auch heute am Informationsstand zur Ansicht im Foyer aus. Vom Aufsichtsrat der Fresenius SE & Co. KG auf Aktien sind alle Mitglieder anwesend. Vom Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fresenius Management SE sind alle Mitglieder hier auf dem Podium anwesend. Ich begrüße die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats sehr herzlich. Ich begrüße auch die Herren Notare Dr. Carsten Angersbach und Jochen Rothmann. Herr Dr. Angersbach hier auf dem Podium ist mit der Führung der Niederschrift dieser Hauptversammlung beauftragt. Herr Rothmann ist damit beauftragt, eventuelle Erklärungen, schriftliche Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zu protokollieren. Bitte beachten Sie, dass schriftlich eingereichte Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge nur berücksichtigt werden können, wenn sie in der Hauptversammlung noch einmal mündlich vorgetragen werden. Herr Rothmann befindet sich am Wortmeldetisch, von Ihnen aus gesehen rechts im Saal. Ebenso begrüße ich Herrn Dr. Bernd Röse von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die für das Geschäftsjahr 2023 als Abschlussprüfer tätig war und in dieser Funktion ebenfalls pflichtgemäß an der Hauptversammlung teilnimmt. Herr Dr. Röse verfolgt die Hauptversammlung aus einem der Nebenräume. Der Präsenzbereich umfasst die gesamte durch die Zugangskontrolle abgegrenzte obere Etage C2 des Kongresscenter Messe Frankfurt sowie das Foyer C0 im Erdgeschoss, einschließlich der für die Aktionäre zugänglichen Nebenräume. In diesen Räumlichkeiten wird die Hauptversammlung auch akustisch übertragen. Ferner können Sie in diesem Bereich auch die Simultanübersetzung und über die Empfangsgeräte verfolgen. Bei dieser akustischen Übertragung handelt es sich ebenso wie bei der simultanen Übersetzung um einen freiwilligen Service, damit Sie der Hauptversammlung jederzeit folgen können. Die Gesellschaft übernimmt allerdings keine Gewähr dafür, dass die akustische Übertragung außerhalb des Versammlungssaals jederzeit fehlerfrei funktioniert. Ebenso wenig kann die Gesellschaft eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit oder für die durchgängige technische Verfügbarkeit der Simultanübersetzung übernehmen. Bitte beachten Sie auch, dass die Reichweite der Empfangsgeräte nicht bis in alle Nebenräume reicht, sondern Sie sich außerhalb des Versammlungssaals befinden und eine Störung der Übertragung bemerken. Kommen Sie bitte in Ihrem eigenen Interesse in den Versammlungssaal zurück. Meine Damen und Herren, für diese Hauptversammlung wird ein Teilnehmerverzeichnis geführt, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Teilnehmerzeichnis wird derzeit
noch erstellt. Sobald dies geschehen ist, liegt es zur Einsichtnahme am Wortmeldetisch aus, der sich von Ihnen aus gesehen vorne rechts in diesem Saal befindet. Es kann dann auch über das Präsenzterminal am Informationsschalter eingesehen werden. Die Erstpräsenz werde ich Ihnen gleich noch bekannt geben. Das Teilnehmerverzeichnis wird, soweit erforderlich, fortlaufend aktualisiert. Die entsprechenden Nachträge zum Teilnehmerverzeichnis sind dann ebenfalls am Wortmeldetisch sowie über das Terminal am Informationsschalter einsehbar. Meine Damen und Herren, am Zugangsschalter wurden Ihre Eintrittskarten für die Ermittlung der Präsenz erfasst. Derjenige Teil der Eintrittskarte, der Ihnen am Zugangsschalter zurückgegeben wurde, dient als Stimmkarte. Sollten Sie im Besitz mehrerer Eintrittskarten sein und nicht alle Eintrittskarten vorgelegt haben, bitte ich Sie, dies rechtzeitig vor Beginn der Abstimmung am Zugangsschalter nachzuholen. Nur so kann der gesamte von Ihnen vertretene Aktienbesitz in das Teilnehmerverzeichnis aufgenommen und bei den Abstimmungen berücksichtigt werden. Möchten Sie die Versammlung vorzeitig verlassen, melden Sie sich bitte am Zugangsschalter ab. Das gilt für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, also auch nach der Stimmabgabe, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Hauptversammlung ausdrücklich schließe. Wenn Sie den Präsenzbereich verlassen, ohne sich am Zugangsschalter abzumelden, werden Sie weiterhin als präsent geführt. Auch wenn Sie die Hauptversammlung nur vorübergehend verlassen, bitte ich Sie, sich am Zugangsschalter zu melden, damit die Präsenz korrekt durch Scannen Ihrer Stimmkarten und Ausbuchen Ihrer Stimmen ermittelt werden kann. Bei Ihrer Rückkehr werden Ihre Stimmkarten dann erneut eingelesen, damit Ihre Stimmen wieder als präsent erfasst sind. Sofern Sie Dritte bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das Vollmachtsformular verwenden, das am Zugangsschalter erhältlich ist. Sie können aber auch eine anderweitige Vollmacht in Textform erstellen. Die Stimmkarten übergeben Sie bitte den Bevollmächtigten. Die Vollmacht legen Sie bitte am Zugangsschalter vor. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Sie üben das Stimmrecht ausschließlich nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen aus. Ohne eindeutige Weisungen können die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht für sie tätig werden. Für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an die von der Gesellschaft bekannten Stimmrechtsvertreter bitten wir Sie, den Abschnitt Vollmacht-Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf Ihrer Stimmkarte zu verwenden. Dort können Sie Weisungen nach Maßgabe Ihrer Abstimmungswünsche erteilen. Die mit Ihren Weisungen versehene Stimmkarte geben Sie bitte am Zugangsschalter ab. Bitte berücksichtigen Sie, dass mit Beginn der Abstimmung die Möglichkeit endet, Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Unsere Mitarbeiter am Zugangsschalter unterstützen Sie gerne bei allen Fragen zur Registrierung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Möchten Sie die Hauptversammlung verlassen und keine Vollmacht erteilen, so legen Sie bitte Ihre Stimmkarten am Zugangsschalter vor, damit das Teilnehmerverzeichnis aktualisiert werden kann. Meine Damen und Herren, wie eingangs schon erwähnt, haben Sie die Möglichkeit, sich heute zu Wort zu melden, um einen Redebeitrag zu leisten oder auch um Fragen oder etwaige Anträge zu stellen. Ich erläutere Ihnen nunmehr die wesentlichen Eckpunkte sowie sowohl für die Inhalte Ihrer Beiträge als auch für den formellen Prozess, in dem wir die Aussprache heute führen und abwickeln werden. Zunächst zu den Inhalten. Sprechen Sie bitte nur zur Tagesordnung sowie gegebenenfalls zur Geschäftsordnung. Außerdem bitte ich Sie, sich angemessen kurz zu fassen. Als Versammlungsleiter bin ich dazu berufen, für eine rechtmäßige und sachgerechte Durchführung der Hauptversammlung zu sorgen. Dazu gehört auch, dass ich die Frage- und Redezeit förmlich angemessen beschränken kann. Sollte mir dies im weiteren Verlauf der Versammlung erforderlich erscheinen, insbesondere mit Blick auf die Zahl der jeweils noch unerledigten Wortmeldungen. Wir werden die heutige Aussprache als Generaldebatte führen. Sie haben also die Möglichkeit, zu sämtlichen Tagesordnungspunkten zu sprechen und müssen sich nicht etwa für unterschiedliche Tagesordnungspunkte einzeln anmelden. Nunmehr noch einige Details zum Prozedere für Ihre Wortmeldung und zur Abwicklung der Aussprache. Ich bitte diejenigen Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die das Wort ergreifen möchten, möglichst frühzeitig einen Wortbeitrag am Wortmeldetisch anzumelden. Um einen geordneten Ablauf der Versammlung sicherzustellen, werde ich nur solchen Aktionären und Aktionärsvertreter das Wort erteilen, die einen Wortbeitrag am Wortmeldetisch angemeldet haben. Wenn Sie Anträge zum Verfahren und somit Anträge zur Geschäftsordnung stellen wollen, bitte ich Sie, dies bei der Anmeldung Ihres Wortbeitrags anzugeben. Damit kann ich prüfen, wie mit dem Antrag zu verfahren
ist insbesondere, ob dem Antragsteller gegebenenfalls bevorzugt das Wort zu erteilen ist. Die Damen und Herren, die sich so zu Wort gemeldet haben, werde ich bei der Aussprache zur Tagesordnung bitten, ihre Ausführungen an dem Rednerpult zu machen, das sich rechts des Podiums befindet. Nachdem ich Ihnen das Wort erteilt habe, beginnen Sie bitte mit Ihrem Wortantrag. Sollten Sie ein weiteres Mal sprechen wollen, melden Sie bitte erneut einen Wortbeitrag am Wortmeldetisch an. Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass wir weder Redebeiträge noch Fragen und Antworten aufzeichnen. Ihre Fragen und Anträge werden nur stenografisch erfasst, um eine sachgerechte Beantwortung bzw. Behandlung sicherzustellen. Die aufgestellten Kameras dienen der Übertragung auf die Leinwand und in das Backoffice. Der jeweilige Redner wird daher während seiner Rede auf der Leinwand groß eingeblendet. Sollten Sie als Redner dies nicht wünschen, bitten wir um einen kurzen Hinweis. Die Rede von Herrn Senn werden wir zeitgleich ins Internet übertragen, um den Finanzmarkt aktuell zu informieren. Ferner wird ein von uns beauftragter Fotograf während der Hauptversammlung Aufnahmen zu Dokumentations- und Kommunikationszwecken machen. Dabei werden Ihre Persönlichkeitsrechte vollständig gewahrt. Bitte um Verständnis, dass den Teilnehmern an der Hauptversammlung Bild- und Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind. Dies gilt auch für Kamera- und Tonaufzeichnungen mit Mobiltelefonen. Bei dieser Gelegenheit bitte ich darum, Mobiltelefone während des Aufenthalts hier im Versammlungssaal stumm zu schalten. Bitte beachten Sie auch, dass das Rauchen in diesem Gebäude nicht gestattet ist. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass kein mitteilungspflichtiger Gegenantrag bei der Gesellschaft eingegangen ist. Ja, meine Damen und Herren, wir treten nun in die Erledigung der Tagesordnung ein. Zunächst werde ich die einzelnen Tagesordnungspunkte erläutern. In diesem Rahmen wird Herr Senn Ihnen zur Lage der Gesellschaft berichten und ich werde Ihnen den Bericht des Aufsichtsrats näher erläutern. Danach kommen wir zu der eben bereits erwähnten und im Einzelnen beschriebenen Aussprache sowie zur Beantwortung der gestellten Fragen. Im Anschluss stimmen wir dann in einem Durchgang über die einzelnen Tagesordnungspunkte ab. Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung. Dieser betrifft die Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschluss und Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Fresenius SE & Co. KG auf Aktien und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats der Fresenius SE & Co. KG auf Aktien für das Geschäftsjahr 2023. Schließlich umfasst er die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Fresenius SE und Co. KG auf Aktien für das Geschäftsjahr 2023. Wie bereits erwähnt, sind die genannten Unterlagen seit der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft verfügbar und liegen auch heute am Informationsstand zur Ansicht im Foyer aus. Ebenso finden Sie dort den erläuternden Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach Paragraphen 289a und 315a des Handelsgesetzbuches. Ich darf also sämtliche Unterlagen als bekannt voraussetzen. Jeweils ein Exemplar hat Herr Notar Dr. Angersbach erhalten. Ja, zunächst bitte ich Herrn Senn, die Vorlagen zu Tagesordnungspunkt 1 zu erläutern und sich auch zu den Aussichten für das laufende Geschäftsjahr zu äußern. Lieber Herr Senn, Sie haben nun das Wort. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen bei Fresenius. Ich begrüße alle hier im Saal und alle, die sich eingewählt haben. Schön, dass wir nach längerer Unterbrechung wieder vor Ort zusammenkommen. Ich freue mich über das Präsenzformat, denn es schafft die beste Möglichkeit für einen Dialog mit Ihnen. Persönlich begrüßen möchte ich Dr. Tanja Dangmann und Dr. Karl Schneider von der Else Kröner Fresenius Stiftung sowie die Aufsichtsräte der Fresenius Management SE, Dr. Dieter Schenk, Dr. Frank Appel und Dr. Hiesinger. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute hier sind. Aus der Hauptversammlung vom Vorjahr kennen Sie Sarah Henneken, Pierluigi Antonelli und auch mich. Neu dabei sind unsere Vorstandskollegen Robert Möller und Dr. Michael Moser.
Heute möchte ich mit Ihnen auf das vergangene Geschäftsjahr zurückblicken und Ihnen zeigen, was wir in diesem und in den kommenden Jahren vorhaben. 2023 war ein Jahr des Um- und des Aufbruchs. Wir haben unser Unternehmen mit unserem Programm Future Fresenius strukturell neu ausgerichtet, es fokussiert und erfolgreich weiterentwickelt. Und dieses positive Momentum möchten wir nutzen. Sie haben es schon gesehen, wir feiern mit Ihnen heute eine Weltpremiere, unseren neuen Markenauftritt. Fresenius zeigt sich frischer und moderner. Das Firmenlogo haben wir neu gestaltet, ohne es komplett zu verändern. Das Farbspektrum haben wir in die digitale Welt überführt. Dieser Markenauftritt steht für ein neues Fresenius, für Future Fresenius. Intern versprechen wir uns durch den einheitlichen Markenauftritt, dass wir uns noch mehr als Team Fresenius verstehen. Denn egal, wo wir arbeiten, wir alle sind Fresenius. Extern erwarten wir, dass Fresenius als weltweit führendes Gesundheitsunternehmen wahrgenommen wird. Eine Marke ist ein Leistungsversprechen. Unser Versprechen lautet Committed to Life. Wir verbessern das Leben der Menschen. Als wir den Markenauftritt konzipiert haben, haben wir mit vielen Menschen gesprochen. Wir wollten erfahren, wie sie Fresenius wahrnehmen. Ein Mensch ist mehr als seine Krankheit. Dieses Zitat eines Kollegen ist mir in Erinnerung geblieben. Wir sind für Patientinnen und Patienten da, wenn es kritisch ist, wenn es um Leben und Tod geht. Deshalb sehen wir zuerst den Menschen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, wie wir uns präsentieren. Ich habe heute etwas mitgebracht, was für vieles steht, was Fresenius ausmacht. Das ist ein Blutbeutel aus unserer Fresenius Kabi-Produktion. Und Blutbeutel von Fresenius sind Spitzentechnologie bei Filtrationszeiten, bei der Trennung von Blutbestandteilen. Jeder vierte Blutbeutel weltweit stammt von Fresenius. Wir haben sie im vergangenen Jahr 27 Millionen Mal verkauft. Für mich ist das ein Beispiel für unseren Anspruch an höchste Qualität. Und für unseren Anspruch, dass alle Menschen einen fairen und gerechten Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine Bitte. Blutbeutel und Blutspende gehören zusammen. Eine Blutspende rettet bis zu 3 Leben. Jeden Tag brauchen wir weltweit 290.000 Blutspenden. Wir bei Fresenius leisten unseren Beitrag. Wir organisieren im Unternehmen Blutspendetage und bei Fresenius Helios brauchen wir diese Spenden für Patienten. Mein Appell, machen Sie mit, wenn Sie die Möglichkeit auch dazu haben. Retten Sie damit Leben und verbessern Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Meine Damen und Herren, Future Fresenius ist aktuell die vermutlich größte Transformation eines Unternehmens im Gesundheitsbereich. Umso mehr möchte ich mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die diesen Weg mit sehr viel Elan mitgehen und diese Transformation maßgeblich vorantreiben. Herzlichen Dank. Ebenso danke ich ausdrücklich unseren Arbeitnehmervertretern, die uns konstruktiv bei Future Fresenius begleiten. Diese Transformation erfordert umsichtiges und unaufgeregtes Handeln. Und genau so gehen wir vor. Future Fresenius haben wir in 4 Phasen unterteilt. Als international tätiges Unternehmen
haben wir dafür eingängige englische Begriffe gewählt. Zu Beginn hatten wir den Reset-Knopf gedrückt und die dringlichsten Dinge angepackt. Die Gründe für diesen Neustart kennen Sie. Fresenius war lange erfolgreich, hatte jedoch an Leistungsfähigkeit, Momentum und vor allem Vertrauen verloren. Wir konnten den Trend stoppen und ins Positive drehen. Aktuell sind wir in der Revitalize-Phase. In dieser Phase optimieren wir das Portfolio und erschließen neue Wachstumsfelder. Revitalized heißt im Grunde genommen, Schwung reinzubringen. Die weiteren Phasen nennen wir Rejuvenate, also Verjüngung, und Reimagine, neu denken und neu gestalten. In den kommenden Jahren geht es darum, Fresenius als wirtschaftlich erfolgreiches, innovativeres Gesundheitsunternehmen zu etablieren, fokussiert auf moderne Therapien. Durch harte Arbeit geht es wieder bergauf. Meine Damen und Herren, bergauf ist langsamer, fordert Ausdauer und ein gleichmäßiges Gehtempo. Auf dem Chart sehen Sie den Kursverlauf vom Höchststand im Juni 2017. Wie Sie sehen, zeigte der Trend in den vergangenen Jahren bis in den Herbst 2022 abwärts. Damals begannen wir, jeden Stein umzudrehen und Future Fresenius aufzusetzen. Erste Erfolge des Umbruchs zeigen sich seither auch in einer zunehmend positiveren Kursentwicklung. Das Vertrauen kommt langsam zurück. Diese Entwicklung nach oben wollen wir durch verlässlich gute Leistungen fortschreiben. Nach einem guten Geschäftsjahr 2023 haben wir im ersten Quartal geliefert. Die operativen Geschäfte laufen. Wir steigern Umsatz und Gewinn. Deshalb und weil wir für 2024 nun mit einer besser als ursprünglich erwarteten operativen Leistung rechnen, haben wir vergangene Woche unseren Gesamtjahresausblick angehoben. Wir erwarten nun für das Gesamtjahr ein organisches Umsatzplus zwischen 4% und 7%. Das währungsbereinigte EBIT soll zwischen 6% und 10% wachsen. Meine Damen und Herren, die Gründe für diese Dynamik liegen darin, dass wir 2023 viel verändert und auch viel verbessert haben. Fokussierung und strukturelle Vereinfachungen standen im Vordergrund, neben der Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit. Auf der Darstellung hinter mir sehen Sie den symbolischen Börsenstart der Fresenius Medical Care AG an der Wall Street Ende Februar. Fresenius Medical Care ist dort schon länger notiert, wollte aber an der New Yorker Börse seine neue Eigenständigkeit feiern. Die Dekonsolidierung, also die Entflechtung im vergangenen Jahr, war ein historischer Schritt. Und das Adjektiv historisch ist keine Übertreibung. Denn das Dialysegeschäft war viele Jahre Teil von Fresenius. Es hat Fresenius mitgeprägt. Die Eigenständigkeit bringt Fresenius Medical Care mehr Freiheit, bedeutet aber auch mehr Verantwortung. Als Großaktionär mit einem Anteil von 32% möchten wir, dass unsere Beteiligung im Wert steigt. Davon profitieren auch Sie. Ein DAX 40, in dem wieder zwei Fresenius-Unternehmen präsent sind, ist im Bereich des Möglichen und reflektiert das Potenzial. Fresenius Medical Care führen wir als Finanzbeteiligung. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ihre jeweiligen Geschäftseinheiten. Sie wachsen organisch, sie wachsen profitabel und sie sind in hochattraktiven Märkten tätig. Meine Damen und Herren, zur Fokussierung gehört auch, unser Portfolio, wo nötig und sinnvoll, zu verändern. Dabei lautet immer die Ausgangsfrage, sind wir der beste Eigentümer? Bei einigen Geschäften sind wir zu der Antwort gelangt, nein,
Wir sind nicht mehr der beste Eigentümer. Deshalb haben wir das Krankenhausgeschäft in Peru und die Kinderwunschkliniken Eugene verkauft. Und deshalb haben wir vor wenigen Tagen für die einzelnen Bereiche der Vamed eine gute und, wie ich meine, verantwortungsvolle Lösung mit neuen Eigentümern gefunden. An der Vamed waren wir mit 77% Großaktionär. Wir haben uns entschieden, aus diesem Geschäft planvoll und geordnet auszusteigen. Dabei kommt der attraktive Bereich High-End Services, also die Krankenhausdienstleistungen, zu Fresenius. Die Verbindung ist bereits vorhanden, denn rund die Hälfte des Umsatzes macht High-End Services mit Helios. Die Vamed ist in der Unternehmensstruktur bei Fresenius nicht mehr ausgewiesen. Sie wird zur nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit. Zu den Zahlen auf Konzernebene für das vergangene Geschäftsjahr. In allen Punkten haben wir 2023 die unterjährig angehobene Prognose erreicht. Der Konzernumsatz betrug 22,3 Milliarden Euro bei einem organischen Umsatzwachstum von 6%. Das EBIT legte währungsbereinigt um 2% auf 2,3 Milliarden Euro zu. Die EBIT-Marge lag damit bei 10,1%. Wir haben den operativen Cashflow um 5% auf starke 2,1 Milliarden Euro gesteigert. Diese Mittelzuflüsse sind auch in Zukunft wichtig, um die Verschuldung und die Zinslast zu verringern. Nun zu den Operating Companies. Quartal für Quartal konnten wir grüne Haken setzen. Fresenius Kabi und Fresenius Helios haben konstant gute Leistungen gezeigt. Beide waren innerhalb der Ambitionsniveaus bei EBIT, Marge und Umsatzwachstum. Unter Ambitionsniveau verstehen wir unsere Erwartung an die Geschäftsentwicklung. Es orientiert sich insbesondere auch an der Leistungsfähigkeit der besten Wettbewerber. Fresenius Kabi verfolgt seinen strategischen Plan Vision 2026 konsequent und das mit Erfolg. Die Ausrichtung 3+1 hat sich bewährt. 3+1, das sind die drei Wachstumsbereiche Biopharmazeutika, klinische Ernährung und MedTech-Produkte, sowie das robuste und breite Generika-Geschäft mit intravenös zu verabreichenden generischen Arzneimitteln und Flüssigkeiten. Kabi erreichte ein EBIT, eine EBIT-Marge von 14,3%. Der Umsatz betrug 8 Milliarden Euro, ein starkes Plus organisch von 7%. Fresenius Helios erzielte eine EBIT-Marge von 10%. Der Umsatz betrug 12,3 Milliarden Euro, er wuchs organisch um 5%. Ein der Gründe für die konstant gute Entwicklung ist der Einsatz nunmehr verstärkt digitaler Technologien, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Klinikalltag unterstützen. Zugleich haben wir unsere finanzielle Basis gestärkt. Ein wichtiger Hebel ist unser Kosten- und Effizienzprogramm. Hier kommen wir sehr, sehr gut voran. Statt wie geplant um 200 Millionen senkten wir 2023 die Kosten um 280 Millionen Euro. Unser Einsparziel bis 2025 haben wir entsprechend erhöht auf 400 Millionen Euro. Die Herausnahme von Kosten ist kein Einmaleffekt, sondern sie ist auf Dauer angelegt. Sie stärkt damit nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit global. Der Schuldenabbau hat weiterhin Priorität. Die hohe Schuldenlast ist ein Erbe, das wir übernommen haben und das uns noch eine Weile begleiten wird. Die Entschuldung gehen wir entschlossen an. Bis Ende dieses Jahres möchten wir das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA, also den sogenannten Verschuldungsgrad, auf 3 bis 3,5 Mal verringern. Das ist unser Zielkorridor. Nun, warum wir so hartnäckig sind, die Schulden zu senken? Je geringer die Verschuldung, desto größer der unternehmerische Freiraum und desto größer unsere strategischen Möglichkeiten.
Zur Beschreibung eines Geschäftsjahres gehört nicht nur der Blick auf die Zahlen. Ich möchte Ihnen einige Höhepunkte aus unseren Geschäften vorstellen. Fresenius Kabi erweitert kontinuierlich sein Angebot an innovativen Produkten. Im Bereich Biopharmazeutika kommen wir gut voran. Biopharmazeutika sind Arzneimittel, die mit Mitteln der Biotechnologie hergestellt werden. Sie gehören zu den wachsenden Geschäftsfeldern der Pharmaindustrie. Hier haben wir durch wichtige Neueinführungen bei Biosimilars, also Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika, Marktanteile gewonnen. Dazu gleich mehr. In der Medizintechnik setzen wir auf die neueste Generation an smarten Infusions- und Transfusionspumpen sowie auch Systemen. Sie sind sicherer und einfacher zu bedienen. Sie sind die Zukunft einer digitalen und vernetzten klinischen Versorgung. Hier wollen wir vorne mitspielen. Auch bei klinischen Ernährungsprodukten, unserem Bereich Nutrition, ergänzen wir unser umfangreiches Angebot kontinuierlich. Ein Beispiel von vielen. Mit Fresubin, Plant-Based Drink, haben wir nun eine vegane Alternative im Markt, um genau die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu bedienen. Die von uns produzierten Generika ersparen Gesundheitssystemen weltweit substanzielle Summen und machen hochqualitative Medikamente für immer mehr Menschen erreichbar und verfügbar. Nur eine Zahl dazu. 70% unserer in die USA gelieferten intravenös zu verabreichenden Arzneimittel stehen auf der sogenannten Essential Medicine List der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA. Sie sind also absolut notwendig für die Versorgung der gesamten Bevölkerung. Es gibt viele großartige Leistungen bei Kabi. Ich möchte ausführlicher auf ein recht junges Geschäft eingehen, Biopharma. Der Schub bei Biopharma ist auch einer strategischen Akquisition zu verdanken. 2022 haben wir die Mehrheit an mAbxience übernommen. mAbxience ist ein international führendes biopharmazeutisches Unternehmen. Es hat eigene Labore für Forschung und Entwicklung und hochmoderne Produktionsstätten in Spanien und Argentinien. Die Firma ist in eine Entwicklungs- und Produktionsplattform eingebunden und durch eine Reihe an Partnerschaften exzellent ebenfalls in das Biopharma-Netzwerk eingebunden. Das kommt uns zugute. Wir nutzen die Kapazitäten in Entwicklung und Herstellung für unsere eigenen Produkte. Und mAbxience ist zugleich sehr gut positioniert in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln für andere Unternehmen. Exzellent entwickelt sich unser Biosimilars-Geschäft. Biosimilars machen moderne und vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten erschwinglich und für immer mehr Menschen zugänglich. Sie werden bei Erkrankungen wie Krebs, Rheuma und Multipler Sklerose eingesetzt. Mit unserem Produkt Tyenne haben wir das erste Biosimilar von Tocilizumab in Europa und den USA auf den Markt gebracht. Es wird zur Therapie von Entzündungs- und Immunerkrankungen eingesetzt, darunter beispielsweise rheumatoide Arthritis. Durch den schnellen Eintritt von Tyenne haben wir uns eine gute Ausgangsposition gesichert. Die Resonanz im Markt ist sehr, sehr gut. Unsere Pipeline mit Biosimilars ist gut gefüllt. Wir legen jetzt die Grundlage für ein wichtiges Wachstumsgeschäft der Zukunft. Auch bei unserem Klinikgeschäft Fresenius Helios haben wir schöne Erfolge erzielt. Ich möchte mich auf einige moderne Technologien konzentrieren, die medizinische Qualität und gleichsam die Effizienz der Versorgung erhöhen. Ein Beispiel ist der Einsatz von OP-Robotern für minimalinvasive Eingriffe. Aktuell sind in Helios Kliniken 20 sogenannte Da Vinci OP-Roboter im Einsatz. Sie sehen hinter mir Bilder einer Prostata-OP aus unserer Klinik in Plauen. Unsere Ärzte sitzen während des Eingriffs an einem Terminal. Sie bedienen per Handsteuerung und Pedal die Gelenkarme des Roboters und die Kamera. Ein weiterer Mediziner steht permanent am Patienten.
Diese OP-Roboter sind hervorragende Assistenten, die präzise und gewebeschonend arbeiten. Bei einer solchen OP waren bislang Bauchschnitte von bis zu einigen Zentimetern nötig. Die neue Technologie kommt mit kleinen millimetergroßen Öffnungen aus. Das beschleunigt die Genesung nach solchen Eingriffen deutlich. In Spanien betreiben wir die Quirón Salud Klinikkette. Quirón Salud ist Vorreiter in Sachen Digitalisierung in Krankenhäusern in ganz Europa. Auch hier unterstützen OP-Roboter und künstliche Intelligenz unsere Fachkräfte. Nun, Sie kennen das vielleicht, Sie füllen in einer Klinik ein halbes Dutzend Mal das gleiche Formular aus. Das ist umständlich und das nervt. Um genau solche Abläufe zu verbessern, nutzen wir die selbstentwickelte digitale Plattform Cassiopeia und bauen diese aus. Patienten können über sie mit der Klinik online und rund um die Uhr kommunizieren. Behandlungspfade für Schlaganfälle, Hüftgelenksoperationen und viele weitere Erkrankungen werden über die Plattform ausgesteuert. Über 6 Millionen Menschen nutzen das Patientenportal von Cassiopeia. Das ist jeder 8. Einwohner Spaniens. Am 5. Juni haben wir in London den Kapitalmarkttag von Fresenius Helios. Da werden wir Ihnen ausführlicher über unser Klinikgeschäft berichten. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Meine Damen und Herren, Herr Kirsch hat schon ein Thema angesprochen, das uns im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Die Ausgleichs- und Erstattungszahlungen für Energiekosten. Für uns ging es um die Frage, sollen wir Zahlungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro annehmen? Zumal Ihre Auszahlung an 2 Bedingungen geknüpft war. Den Verzicht für 2023 auf Dividende und auf Boni für den Vorstand. Nach sorgfältigem Abwägen haben wir uns für die Annahme entschieden. Denn wir sind der Auffassung, Fresenius wird dadurch langfristig gestärkt. Das ist im Interesse der Anteilseigner. Der Dividendenverzicht ist also eine Folge einer gesetzlichen Restriktion. Die Aussetzung der Dividende für 2023 bedeutet keine Abkehr von unserer progressiven Dividendenpolitik. Sie sieht weiterhin eine attraktive, vorhersehbare Dividendenrendite vor. Meine Damen und Herren, wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder erstarkt. Denn die Gesundheitswirtschaft wächst. Sie wächst robust und verlässlich und dynamisch. Sie ist eine der attraktivsten Branchen. Von 2023 bis 2027 wird der globale Healthcare Services Markt, also der Markt für Leistungen im Gesundheitswesen, um 2 auf fast 10 Billionen US-Dollar anwachsen. 10 Billionen US-Dollar, das sind umgerechnet 20 Bundeshaushalte in Deutschland. 3 Treiber prägen die Gesundheitswirtschaft in den kommenden Jahren. Erstens, Technologie, vorrangig Robotik und künstliche Intelligenz. Wir nutzen diese innovativen Technologien nunmehr verstärkt, wie gezeigt, im Klinikalltag. Der Gesundheitsmarkt ist der attraktivste Bereich für KI-Investitionen. Nirgendwohin fließen mehr private KI-Gelder. Das Wachstumstempo bleibt auch in den kommenden Jahren hoch. KI ist eine Produktivitäts- und Qualitätsmaschine für die Gesundheitswirtschaft. Was wichtig ist, Technologien wie künstliche Intelligenz unterstützen uns, aber sie ersetzen unsere Fachkräfte nicht. Der zweite Trend ist die zunehmende Nutzung von Daten. Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung steigert die Effizienz, verbessert die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten und erleichtert den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das Weltwirtschaftsforum kommt in einer aktuellen Studie genau zu diesem Schluss und analysiert, dass wir noch viel Potenzial
zu viel Potenzial liegen lassen. Denn bislang sind 97% der global erhobenen Gesundheitsdaten ungenutzt. Zu viele Daten sind unstrukturiert und unzugänglich. Es muss uns gelingen, diesen Datenschatz noch besser aufzubereiten und smarte Daten zum Wohl der Patienten zu verwenden. Keine Frage, Datensicherheit steht an erster Stelle. Dennoch sollten wir nicht durch eine Blockadehaltung sinnvolle Entwicklungen verhindern. Und drittens, Durchbrüche in der Biologieforschung. Denken Sie nur an die neuen Möglichkeiten der Zell- und Gentherapie. Durch sie bekämpfen wir zielgenau Krebs- und Autoimmunerkrankungen. Und wir gehen einen Schritt näher an die personalisierte Medizin. Wir erhalten immer mächtigere Instrumente gegen vor kurzem noch unheilbare Krankheiten. Durch die Verknüpfung dieser drei Treiber, Technologie, Daten, Biologie, werden, meine Damen und Herren, Quantensprünge in der Qualität von Diagnose und Therapien möglich sein. Diese Entwicklung ist am Anfang. Umso wichtiger ist es, hier dabei zu sein. Und das, meine Damen und Herren, das sind wir. Wie wird die Zukunft der Medizin aussehen? Sie basiert auf Daten und Vernetzung und ist effizient. Sie ist personalisiert und individuell. Und vor allem, sie ist menschlich. Und genau hier liegt unsere Stärke. Wir sind nahe am Patienten. Wir sind human to human. Das unterscheidet uns von reinen Pharma- und Medizintechnikunternehmen und auch von IT-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Nun, welche Faktoren entscheiden über den Erfolg von Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft? Unserer Meinung nach kommt es auf drei Aspekte an. Eine durchdachte Strategie und ihre konsequente Umsetzung, den Willen, in Ökosystemen zu arbeiten, strategische Personalentwicklung und eine gesunde Unternehmenskultur. Future Fresenius ist eine durchdachte Strategie, die wir konsequent umsetzen. Wir richten Fresenius und unsere Geschäfte auf drei Plattformen aus. Biopharma. Dazu gehören chemische und biologische Medikamente und klinische Ernährung. MedTech, also Medizintechnik, immer mehr als Verbindung von Hardware und Software und mit einer immer größeren Vernetzung. Und Care Provision, also medizinische Versorgung, ob stationär, ambulant oder zu Hause. Das Zusammenspiel dieser Plattformen schafft eine effektive Therapie. Addieren wir die Marktpotenziale für unsere Plattformen, ergibt sich die Summe von bis zu 1 Billion Euro. Eine gewaltige Zahl. Diese Märkte wachsen konstant. Kriterium Nummer 2 ist ein intaktes Ökosystem. Bei Fresenius arbeiten wir zunehmend in einem Ökosystem mit vielen anderen zusammen, die mit uns die Zukunft der Gesundheitswirtschaft prägen. Und wir bauen dieses Netzwerk immer weiter aus, indem wir uns über unsere drei Plattformen hinweg austauschen, indem wir uns in globalen Gesundheitsinitiativen und der Wissenschaftsgemeinschaft engagieren und wir andere Unternehmen und Institutionen der Gesundheitswirtschaft als Partner verstehen. Zuletzt kamen durch MapScience Firmen wie Abbott, Teva, Intas als strategische Partner hinzu. Und durch die Zero Health Gap Initiative des Weltwirtschaftsforums sind wir einem Netzwerk von rund 100 Unternehmen und Organisationen beigetreten. Was uns bei dieser Initiative verbindet? Wir alle setzen uns für Health Equity ein, den fairen Zugang zu guter, bezahlbarer Versorgung. Meine Damen und Herren, in Netzwerken zu arbeiten, geht nur mit einer Unternehmenskultur der Offenheit. Dafür steht Fresenius.
Und dafür suchen wir die besten Talente. Strategische Personalentwicklung, Kriterium Nummer 3, ist in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel entscheidend. Krankenhäuser ohne Pflegerinnen und Pfleger. Medikamente, die gar nicht ausgeliefert oder gar nicht erst hergestellt werden, weil Fahrer oder Forscher fehlen. Es ist ein Trugschluss zu glauben, Algorithmen könnten all diese Tätigkeiten übernehmen. Bis 2030 fehlen 10 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen weltweit. Deshalb müssen wir jetzt gegensteuern. Wir investieren stark in Aus- und Fortbildung. Fast 6.700 junge Menschen lernen zurzeit bei uns. Wir bieten 40 Ausbildungsberufe und 30 duale Studiengänge an. Darunter sind Studiengänge wie Sustainable Science and Technology und Data Science und künstliche Intelligenz, durch die wir digitale Kompetenz im Haus aufbauen. Wir werben gezielt Fachkräfte aus dem Ausland an, die zu uns passen. Dabei unterstützen wir mit Sprachkursen und bei der Wohnungssuche. Nun, für uns ist es selbstverständlich, dass wir nur in Ländern suchen, in denen kein Mangel an Gesundheitspersonal herrscht. Im vergangenen Jahr habe ich in unserem Klinikum in Berlin-Buch einige unserer philippinischen Pflegekräfte kennengelernt. Großartige Kolleginnen und Kollegen, die in kurzer Zeit integriert waren und das Engagement und Fachwissen mitbringen. Sie sind heute aus unseren Teams nicht mehr wegzudenken. 2023 haben wir unsere Beschäftigtenzahl konzernweit um 5.000 erhöht. Den größten Aufbau haben wir in der Pflege. Das zeigt, dass wir Menschen für diesen wichtigen Beruf begeistern. Fresenius stellt ein, denn wir brauchen weiterhin die Besten. Fresenius übernimmt Verantwortung für Mitarbeiter, für Patienten und für die Gesellschaft. ESG, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, beeinflusst unser Handeln auf jeder Ebene. Ich bin stolz darauf, dass wir unsere CO2-Emissionen Schritt für Schritt verringern und so zum Klimaschutz beitragen. Dafür installieren wir beispielsweise Photovoltaikanlagen auf Krankenhäusern und Produktionsstätten weltweit und beziehen für Helios Deutschland zu 100% Grünstrom. Wir sind auf Kurs, unsere Emissionen bis 2030 zu halbieren und 2040 ein klimaneutrales Unternehmen zu sein. Meine Damen und Herren, Fresenius ist in 80 Ländern tätig. Wir sind mehr als 190.000 Kolleginnen und Kollegen aus 150 Nationalitäten. Fresenius Kabi hat ein Netzwerk mit mehr als 50 Produktionszentren und diversifizierten Lieferketten. Dadurch versorgen wir die Bevölkerung weltweit zuverlässig und sicher. Fresenius Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit rund 140 Kliniken in Deutschland und in Spanien. Helios versorgte im vergangenen Jahr 26 Millionen Patienten. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen erreichen wir fast 450 Millionen Menschen. Das entspricht der Bevölkerung der EU. All das leisten unsere Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag. Darüber hinaus übernehmen sie außerhalb ihres Jobs Verantwortung. Sie sind bei Erdbeben oder Flutkatastrophen zur Stelle. Sie operieren Kriegsversehrte und helfen, wo die Not am größten ist. Wie Professor Johannes Schulz kürzlich in Kamerun. Er ist Chefarzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Helios-Klinikum in Krefeld. Sie sehen ihn mit seinem Team auf dem Slide hinter mir. Für einen Monat hat er in Zentralafrika Kinder und Erwachsene operiert. Das waren zum Teil komplizierte Eingriffe wie das Entfernen von Tumoren oder Operationen von Kindern mit Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte. Unter schwierigsten Bedingungen für andere da zu sein. Genau das macht Fresenius für mich aus. Dieser Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen verdient größten Respekt und Anerkennung. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, vielen Dank auch für Ihr Vertrauen
und Ihre Unterstützung unseres Kurses. Im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorsitzenden Herrn Kirsch für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mein ausdrücklicher Dank gilt der Else Kröner Fresenius Stiftung. Wir haben die ersten Etappen von Future Fresenius gemeinsam erfolgreich absolviert. Die weiteren Etappen gehen wir optimistisch und voller Elan an. Ich freue mich auf unsere Diskussion im weiteren Verlauf unserer Hauptversammlung. Herzlichen Dank Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Senn, für Ihre Ausführungen. Sie haben uns gedankt und wir danken Ihnen und dem gesamten Vorstandsteam für Ihre erfolgreiche und prägende Arbeit in den letzten Monaten. Und wir, der gesamte Aufsichtsrat, wünschen Ihnen weiterhin Erfolg und eine glückliche Hand bei der Gestaltung der langfristigen Entwicklung des Unternehmens. Ja, meine Damen und Herren, von denjenigen Personen, die die Hauptversammlung über das Internet verfolgen, möchte ich mich nun verabschieden. Die Übertragung endet jetzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Pfingstwochenende. Und damit ist der öffentliche Teil jetzt beendet.